Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky im Second Chapter. Wir haben in der letzten Folge nach einem, ja, relativ fordernden Kampf Ren besiegt, sind damit mit unseren vier Enforcern, die wir im letzten Kapitel, oder war das das vorletzte, ich weiß nicht mehr, schon mal bezwungen haben. Diesmal, so meine ich, in etwas schwererer Ausführung und ich bin wieder in einer interessanten Vorbereitungsphase gewesen. CP sind voll, EP sind voll. Ich bin noch mal übernachten gewesen auf der Arsale. Hätte mir den Weg wahrscheinlich auch knicken können, weil ich noch genügend Items habe, um meine EP zu befüllen. Aber sicher ist sicher, ne? Ressourcen schonen und so. Und mir ist jetzt nach der letzten Folge auch aufgefallen, dass ich im Kampf gegen Ren eigentlich auch hätte meine Items nutzen können, also meine Recipes, um mich zu buffen. Das habe ich irgendwie total aus den Augen verloren, aber ich habe das jetzt auf dem Schirm, denn unser nächster Kontrahent, vielleicht auch der letzte, mal gucken, wird Löwe sein. Wisst ihr was? Ich glaube, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich laufe jetzt an den Gegnern vorbei, weil ich brauche die Seppits nicht mehr, ich brauche die Erfahrungspunkte nicht mehr. Von den Gegnern. Diesen Gegner kennen wir schon, den haben wir zwar bisher nur einmal besiegt, aber ich würde gerne mit wirklich ausmaximierten Leisten und Itemvorräten und hast du nicht gesehen, den nächsten Bosskampf bestreiten. Auf der nächsten Ebene wird es vielleicht auch nochmal Gegner geben, werden wir gleich sehen. Aber sicher ist sicher. So, weil die Erfahrungspunkte, die wir jetzt rausbekommen, die sind, obwohl bei dem Gegner wären die wahrscheinlich sogar noch zweistellig, aber die sind bei den, oh Gott, bei den meisten Gegnern halt einstellig. Ich glaube, wir sind ganz oben angekommen, Leute. Das sieht nämlich alles schon ein bisschen anders aus als zuletzt. Na, wobei, eigentlich nicht. Ich bilde mir jetzt hier schon wieder komische Sachen ein, ne? Ja, ich laufe jetzt dran vorbei. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber es bringt einfach nichts. Ich habe jetzt nicht mal mehr die Motivation, dass ich durch das Zuhauen irgendwie noch CP generieren kann oder so. Brauchen wir alles nicht mehr. An empty treasure chest full of promise, yet devoid of payoff. A perfect metaphor for me. Aha. Oh nein, was? Ja, so wie zu dem Thema, ne? Also so ganz kampflos vor der Begegnung mit Löwe bleiben wir dann also doch nicht. Ich habe mir auch diese Rüstung, die wir in der letzten Folge gefunden haben, nochmal angeguckt und fand die in Summe aber jetzt nicht besser als das, was meine Leute jetzt gerade ausgerüstet haben. Hoffentlich ist das kein Fehler. Ich glaube, das macht jetzt den Kohl aber so gesehen auch nicht mehr fett. Deswegen ja, werden wir das hoffentlich alles irgendwie schon meistern, auch ohne Equipment-Anpassung. Ich habe jetzt natürlich mein Equipment schon angepasst und den ganzen Leuten das Gladiator-Zeug wieder angelegt. Müller hat jetzt auch den Shield Orb wieder mit drin auf dem zweiten Slot. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Kampf gegen Löwe und gehe davon aus, dass das schwierigkeitsgradmäßig den Ren-Kampf noch toppen wird. Aber na gut, ich bin etwas unglücklich in den letzten Kampf gestartet. Ja, ich gehe davon aus, dass das beim nächsten Mal vielleicht besser läuft. Ich will nicht zu viel versprechen. Ihr wisst ja, Chaos ist hier eh immer vorprogrammiert, aber naja, wir gucken mal. Auf jeden Fall werde ich danach nochmal heilen. Ja, wobei, vielleicht heile ich auch erst, wenn sich abzeichnet, dass wir unmittelbar vor Löwe stehen. Mal gucken. Erstmal die hier wegklatschen. Ah, die nerven irgendwie ein bisschen die Kämpfe. Obwohl, wir bekommen jetzt gleich wieder ein cooles Item. Das ist so die größte und vielleicht auch einzige Motivation hier gegen die. Aber an meine EP-Vorräte kommen sie definitiv nicht ran. Und die Erfahrung ist auch ganz gut. Und komischerweise hat Julia schon wieder ein Level abbekommen offscreen. Genau das gleiche wie beim letzten Mal auch. Das ist... Ah, das ist eine Waffe für Joshua. Ja, geil. Okay, das passt mir gerade sehr gut in den Kram. Gleaming Twin Swords set to cut through anything. Na, das wird sich ja gleich mal zeigen. Von 370 auf 415. 415 ist irgendwie wahrscheinlich für diese Waffen hier so der Standardwert, ne? Bei den letzten, die wir gefunden haben, lag das, glaube ich, auch bei 415. There's nothing in the chest, but the air inside is strangely humid. Okay. Kuria Balm. We're sorry, the item fairies haven't restocked this chest yet. Please come visit again soon.
Das werden wir wahrscheinlich eher nicht tun, aber nice try, Kiste. Breaking news, there's nothing in this chest. More at 11. Oh, oh, oh. Diese Aufregung. Da lohnt es sich ja glatt mal wieder Fernsehen einzuschalten, obwohl ich glaube, ich schmeiß das Radio an. Somewhere out there is a person who started playing Trails in the Sky Second Chapter before the first game. I bet they're very confused. Das hatten wir schon mal. Da habe ich ja auch schon mal so meine Gedanken zu geäußert. Back again, you might be the most desperate hero I've ever met. Mhm. Steckt da eigentlich Kalkül hinter, dass bestimmte Nachrichten doppelt auftauchen? Also haben die die coolsten rausgepickt und gesagt, die bringen wir jetzt mehrfach? Oder haben die das so random generiert, weil dir nichts mehr eingefallen ist? Keine Ahnung. Naja, wir werden es wohl nie herausfinden. Es sei denn, ihr wisst da mehr als ich. Ich muss mal ganz kurz auf meine Experience schauen. Joshua fehlt nicht mehr viel. Estelle fehlt auch nicht mehr viel. Joshua und Estelle sind da eigentlich am nächsten dran. Warte mal, was für ein Level haben die? 89, ne? Ja, wir sind jetzt alle einheitlich unterwegs. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre das gar nicht so verkehrt, alle auf 90 zu leveln. Amort Sieglinde. Beim letzten Mal haben wir Amort Barbarossa gefunden. Das wird dann jetzt wahrscheinlich für unsere Damen das Ausrüstungsteil sein, oder? Jawohl. Ancient Defensive Artifact that grants mythical power. Ah, macht's mir doch nicht so schwer. Warte mal. Angriffs, Defense, Speed. Und wie viel geht denn Speed runter? Wir haben jetzt hier auf den Dingern Speed 5. Okay, das ist jetzt nicht so der Mega-Wert. Agilität und ADF ist so ein bisschen entbehrlich. Ich glaube, sie hat nur 105? Sie hat so eine schlechte Arts-Defense? Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das Julia anlegen. Ja, ich glaube, sie bekommt das. In der Hoffnung, dass das eine weise Entscheidung war. Hey, I know you had high hopes for this chest, but it's empty. Don't worry about it though. Maybe the next one will have something great. Kommen denn noch weitere Kisten? Außerdem fand ich den Loot hier voll schön, voll gut, voll top. Können sich andere Kisten gerne eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, ich... Nein! Seht ihr, ich treffe die Gegner nicht mehr. Das ist eine Katastrophe. Ich nehme die jetzt mit. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir hier aus diesem Kampf herauskriegen. Weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass vielleicht doch noch das ein oder andere Level up daraus entspringen könnte. Was ich doch sehr begrüßen würde. Hätte, müsste, könnte, würde eigentlich eventuell. Weichmacher. Feiere ich jedes Mal total. Das war gerade eine glatte Lüge. So, toll ist der. Die haut irgendwie in letzter Zeit ziemlich oft daneben. Sie hat auch, als ich meine CP befüllt habe, hat sie auch öfter mal daneben geklatscht. Nicht allzu geil. Ich weiß gar nicht, wie ihr Deckswert aussieht, aber wird wahrscheinlich nicht der allerhöchste sein. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Dreistellig. Das ist gar nicht mal so sinnlos. Warte mal. Wenn jetzt noch... Oh mein Gott, Leute, es wird ernst. Es wird ernst. Ich reste. Ich reste in Peace. Hoffentlich. Ah, mein Herz. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Pucker, 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 pucker. Okay, ich werde jetzt trotzdem nochmal den... Gegner zum Respawn bringen und den nochmal mitnehmen, weil wegen Level Up und so. Ich dachte, dass da weniger bei rumkommen würde, aber das ist ganz gut so. Genau dafür. Vielleicht lernen die ja sogar auf Level 90 noch was. Das wäre irgendwie ganz interessant. Einen nehme ich jetzt noch mit. Tut mir leid für die Verzögerung, aber ich werde auch diesen Kampf rausschneiden, denn Joshuas Level Up... Wenn das so unmittelbar bevorsteht, sollten wir uns dann auch nicht entgehen lassen. Das sollte ein Preemptive werden, Menno. So. Genau. Deswegen habe ich da jetzt nochmal die zweite Runde gestartet. Und bekommt er irgendwas? Nee, aber EP Charge haben wir nochmal abgrasen können. Werden wir wohl scheinbar nicht brauchen. Hätte ich mir auch den Rückweg zur Arceus sparen können. Aber naja. Ich stelle mich jetzt hier nochmal ran, weil ich einmal mit Joshua gezaubert habe. Weil hier einmal vier Gegner gewesen sind. Was eigentlich voll sinnlos ist, weil auch da wäre es nicht schlimm gewesen, Schaden zu fressen, aber der Vollständigkeit halber und so, ne? So, Leute, ich glaube, jetzt wird Nägel mit Köpfen gemacht. Oder jetzt wer denn? Jetzt wer denn, ne? Wir sprechen ja hier im Plural. Jetzt wird es wahrscheinlich hier auf der
Turmspitze, wahrscheinlich mit sehr imposantem und wunderschönem Hintergrund, einen epischen Kampf geben. So meine Glaskugelprognose. Ich meine, eigentlich kann ja nichts passieren. Ich habe gespeichert, ich kann ja meine Ressourcen wieder auffüllen. Wenn das ein XXL-Part wird, ist mir das auch egal. Ich habe halt nur so ein bisschen auch die Angst, dass dann vielleicht der letzte Kampf im ganzen Spiel ist. Und davor habe ich dann Respekt. Ja, das sieht aus wie eine Kampfarena, wo man auch durchaus mal einen Löwe treffen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Schickes Plätzchen hat er sich ausgesucht. So, you've come. Das hast du richtig erkannt. Löwe. Mit einer der coolsten, finde ich, aus der Ouroboros-Truppe. You were faster than I expected. I thought you would keep me waiting a little longer. It just means we've grown a bit. Granted, all your buddies did do their best to hold us up. Well said. Do not think the Blade Lord is comparable to those you have beaten, however. Few can match me in a direct confrontation, even among S-Rank Bracers and the Angus. Tch! Trust me, we're painfully aware of how strong you are, but we came here for a reason. We're here to put a stop to all the strangeness the Aureole is causing and to shield our homes from the threat of chaos and war. We've come this far with the help of countless people and now we're carrying all their hopes. So we have no intention of standing down or losing to you. A solid enough conviction, but you're here for a different reason, aren't you, Joshua? What? As always, you see right through me. Was? Okay, nicht, dass Joshua jetzt im letzten Moment sich doch gegen uns stellt oder so. I'm here because I want to face my weakness. It's what destroyed me while fleeing the pain of Karen's death. It's the reason I continued to follow Wiseman's orders without question. All of that was born of my weakness. That's why I'm ready to face you and Wiseman head on, Löwe. I feel I owe it to the person who made me face those weaknesses. And I need to fight for what's important to me, no matter what. Joshua. Time for you to leave the nest, then. My promise to Karen is fulfilled. Okay, now at last I don't need to hold anything back. This will be everything I have. Okay, but hold on a second. I still don't get why it has to be this way. If you're worried about Joshua, then why? It's okay, Estelle. Conviction alone won't be enough to make Löwe back down. It's time I show him that I have the power to make my conviction reality. Muss ich jetzt alleine mit Joshua kämpfen? Precisely. Ne, wir sind schon als... Ja, wir sind als Gruppe unterwegs. Der hat auch eine Gruppe um sich geschart. Das sieht aus wie die erweiterte Variante von den Viechern, die Gilbert seinerzeit um sich geschart hat. I have made my choice. If you feel the strength of your conviction is stronger than my own, then let it speak for itself. We will. If that's the only way, then bring it on, Löwe. Very well, Blade Lord. I, Julia Schwartz, Captain of the Royal Guard, challenge you. Okay, ich finde diese Hintergrundmusik übrigens total süß. Ich hätte jetzt mit irgendeinem, weiß ich nicht, schmetternden Gitarrentrack oder so gerechnet. Blade Lord executes powerful arts and overwhelming sword techniques. Okay, Riot Saber. Pride of the 13 Factories. High level tech that can respond to multiple foes. Gut, das heißt, wir sind bei unserer Elementewahl wieder relativ frei. Preisfrage, die sich mir jedes Mal stellt in solchen Kämpfen. Ah, sind die immun gegen Debuffs, ja oder nein? Das Ding ist halt, ich weiß nicht, was da wieder für Angriffe kommen. Ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt, jetzt die ganzen S-Crafts rauszuhauen, wobei ich das gerne mit dem Laforte-Effekt kombiniert hätte. Ah, ich glaube, ich lasse es mal auf den Versuch ankommen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht direkt verrecken. Aber ich habe ja gespeichert, alles gut. So, dann werden wir jetzt hier mal den Speed increasen für ihn. Oh Gott. Oh Gott, ich habe so eine Angst vor dem. Ich habe irgendwie vor allen Bossen immer Angst, aber ich glaube, bei dem ist es ausnahmsweise mal gerechtfertigt. Hat er... Nein, der hat... Ja, ist klar, natürlich. Kann man ja ruhig mal machen, ne? Okay, Leute, ich glaube, das hier wird mir jetzt zu heikel. Ich werde jetzt, wenn Joshua einmal Orbit Down probiert hat, werde ich jetzt meine ganzen
S-Breaks hier durchboxen. Macht irgendeine bestimmte Reihenfolge Sinn? Ich glaube, das ist so ziemlich egal, ne? Ah, die stehen leider schon wieder so blöd. So ganz, ganz blöd. Frage ist jetzt auch wieder, bei wem macht es mehr Sinn, den zu fokussieren? Ich glaube, ich werde erstmal auf Löwe gehen. Ich kann mir vorstellen, dass er seine komischen Maschinenhelferlein, die er da um sich geschart hat, dass er die auch wieder zurückholt, wenn die down gehen. Was uns dann wahrscheinlich auch wieder einen Angriffszug von Seiten Löwe ersparen würde, aber trotzdem. Das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, mit Julia jetzt zu beginnen. Weil sie ja jetzt hier gerade eigentlich an der Reihe war, ne? Okay. Ich glaube, das könnte ein ziemlich failiger Start in den Kampf werden, weil ich jetzt so schnell auch nicht zum Heilen kommen werde. Ich bin ernsthaft geschockt, ob des Schadens den Löwe gerade mit seinem Angriff ausgeteilt hat. Ich hoffe, das ist eine einmalige Geschichte. Das Ding ist halt, selbst wenn ich Earthwall jetzt genommen hätte am Anfang, das hätte uns ja davor auch nicht bewahrt, weil Estelle, glaube ich, eine zu lange Casting-Zeit gehabt hätte, bis das dann auch zum Einsatz käme, falls ihr versteht, was ich meine. So, warte mal, dann machen wir jetzt mal das hier. Das trifft immerhin alle drei, das ist gut. Ja, mal gucken. Wir haben schon einige Kämpfe im Laufe dieses Let's Plays bestritten, die am Anfang relativ ausweglos aussahen. Mann, ey, kann schon wieder nicht sprechen. Und die wir dann doch noch irgendwie rumreißen konnten, deswegen hoffen wir hier auch mal auf ein kleines Wunder. Warte mal, Löwe ist gleich wieder dran, bevor er jetzt Estelle hinfortrafft, machen wir mal noch sicherheitshalber den hier. Genau, und richten das auch gegen ihn. Und dann gucken wir mal. Also wenn das jetzt zwei Leute überleben sollten, diese Angriffskaskade jetzt, die dreimal hintereinander von den Gegnern kommt, dann wäre ich schon ganz glücklich. Aber ich habe da so ein paar Bedenken. Aber hier, ich glaube, in diesem Kampf brauche ich mich jetzt auch nicht großartig zurückzuhalten mit irgendwelchen Items, die ich auch einsetze. Oh nee. Oh nee. Okay. Schön. Wundervoll. Das sind ja die rosigsten Aussichten hier. So, und lass mich raten. Ja, du triffst auch mehr. Aber hey, zwei haben wir überlebt. Ich habe gerade noch gesagt, dass das eigentlich ganz gut wäre. Allerdings habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht damit gerechnet, dass jetzt hier drei Löwes vor uns stehen. Das macht das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen schwieriger. So ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, der Kampf ist ziemlich verloren, um ehrlich zu sein. Aber na, wir gucken mal. Wir gucken mal und hoffen auf ein Wunder. Ich glaube, Ceram Powder könnte hier unser bester Freund sein, oder? Was meint ihr? So, wenn ich das jetzt nämlich direkt auf Joshua anwende, dann müsste er auch direkt, wenn ich schnell genug bin, direkt das hier machen können. Ich habe gedrückt, jawohl. Okay, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich das ja über diese Methode irgendwie so gedreht, dass sich wenigstens die gegnerischen Reihen hier so ein bisschen lichten. Weil wenn da jetzt zwei Fake-Löwes sind und man durch so einen Gruppenangriff vielleicht zwei verschwinden lassen kann? Nee. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Also mit drei Löwes weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt hier hinbekommen soll. Hm. Okay, das ist interessant. So. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich guck mal kurz bei meinen Items, was ich hier sonst noch habe. Recovery Status. HP plus auf Stärke. Sowas hier ist zum Beispiel auch gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht. Also ein bisschen Heilung bräuchte er halt auch. Ich setze mal alles auf eine Karte und genehmige ihm mal ein Steak. Ich sehe in seinen Augen, dass er sich gerade danach verzehrt. Warte mal, warum habe ich denn da gerade keine Gegner beschreiben? Ach, der hatte aber schon seinen Stärkeboost von La Forte noch drin. Ich hoffe, dass wenn hier drei Löwes vor uns stehen, dass die dann auch ein bisschen schwächer sind. Also wenn die jetzt nur mit ihren Einzelangriffen um die Ecke kommen, dann ist das schon mal gut, wenn das so bleiben würde, ne? Mm.
So, warte mal, ist gerade zufällig irgendjemand kurz vorm Verrecken? Nee, ne? Wo ist denn der Hauptlöwe? Warte mal, das war doch... Der Hauptlöwe ist der hier gewesen. Okay, nee, der ist noch relativ weit entfernt von... vom Sterben, sage ich mal. Ah, das ist schwer. Das ist so schwer. Das ist so, so schwer. Was haben wir denn hier Schönes? Area S. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, jemanden wiederzubeleben. Ich werde das jetzt mal trotzdem versuchen bei Estelle. Vielleicht verteilen sich dann die Angriffe auch ein bisschen. Und dann müsste ich mal gucken, dass ich schnellstmöglich wieder in so einen Rhythmus reinkomme, wo ich kontinuierlich auch Flächenangriffe gecastet bekomme. Ich weiß, dass ich, glaube ich, auch noch Items habe, die... die meine CP-Leisten befüllen. Auch das wäre meine Überlegung wert. Aber das hier ist gerade... ziemlich... Ach, guck mal, sie kommt auch direkt ran. Sie kommt auch direkt ran, Leute. Damit sind wir wieder in the game. Stärkeboost drauf geschissen. Ich würde ganz gerne meine Gruppe wieder so ein bisschen zusammenbringen, um wieder mit Earthwall arbeiten zu können. Das hat im letzten Kampf so gut funktioniert, aber ich glaube, das wird hier nicht so einfach werden. Hm. So, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, um den Angriff zu fokussieren. Preisfrage ist, gegen wen soll sich der richten? Ich glaube, ich werde das jetzt mal versuchen, einfach weil die fast down sind. Die hier zu attackieren. Wenn Müller da nämlich ein paar Male raufkloppt, dann sollte das auch schnell erledigt sein. Preisfrage ist jetzt auch, Orbel down habe ich ja vorhin versucht, das kam aber nicht zustande, ne? Oder waren die, ach, sie, hat sie gar nicht Orbel down? Ach, sie hat das gar nicht, okay. Gut, boah, ich glaube, ich werde jetzt hier in die Offensive gehen. Einfach, weil mir das jetzt zu viele Gegner auf dem Feld sind. Und wie gesagt, ich werde, wenn ich jetzt zukünftig ein bisschen was zu heilen habe, gucken, dass ich das mit Items vielleicht hier und da auch mal versuche, die... na, sag schon, die auch so Stärke- oder Defense-Effekte noch mitbringen. Das wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Und wenn das hier jetzt funktionieren würde, gerade bei den Löwes, das wäre... mega praktisch, ja. Genau bei den... Obwohl, doch. Beim Hauptlöwe hat es funktioniert. Guck mal. Die haben also unterschiedliche Resistenzen, oder? Ich hatte gerade Glück, Querstrich, Pech, keine Ahnung. So, Julia. Meine liebe, liebe Julia. Was machen wir mit dir? Ich könnte sie jetzt... Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist, aber ich werde sie mal hier hinstellen. In weiser Voraussicht in Bezug auf Earthwall. Diese Schläge stecken wir weg. Ja, ja, das passt schon. Der war... Obwohl, nee, der kann ja gar nichts. 1000 Schaden? Das ist ja lame. Okay, das passt. Es kann natürlich Joshua sein Dings nicht einsetzen. Das ist doof. Das ist ziemlich doof. Aber kein Weltuntergang. Ich gucke gerade so ein bisschen... wann Estelle an der Reihe ist, beziehungsweise nicht Estelle, sondern Julia, wegen der Heilung. Ah, sie braucht halt. Sie braucht halt. Aber uns kann ich wenigstens ein bisschen schützen. Jetzt müssen wir nur den Löwe-Angriff irgendwie überleben. Ach so, der Löwe greift an. Ach du grüne Neune. Okay. Also eine kleine Range kann man ihm nicht unterstellen, aber der hat leider meinen Zauber auch gerade unterbrochen. So, hier kommt jetzt aber nichts dazwischen. So. Warte mal. Wenn er sich jetzt hier reinstellt, dann bekommt er das auch ab. Das ist perfekt. Das ist vom Timing her super. Also der müsste das jetzt abbekommen, ne? Alles, was im Kreis ist. Hauptsache unser Feind profitiert davon nicht. Aber dann habe ich mir da jetzt wieder ein bisschen Luft verschafft. Das Gute ist, dass ich jetzt auch zur Heilung dann wieder ansetzen kann. Und dann... ja, und dann sieht das wieder ganz gut aus für uns. Ich nehme jetzt mal die große Heilung. Okay, das werden wir jetzt alle überleben, genau. Das macht uns gar nichts. Aber ich muss jetzt halt auch mal gucken, dass ich hier wieder ein bisschen den Angriff fokussiere. Müller dürfte jetzt aber diese Maschine da wegklatschen. Obwohl, nee, wisst ihr, was ich machen werde? Ich mache das ganz anders. Er wird jetzt nämlich...
glaube, ihr wisst, worauf das hinauslaufen wird, ne? Er wird jetzt nämlich Kuria Balm dem guten Joshua geben. Und der wird dann sofort, wenn ich das jetzt hier nicht wieder timingmäßig vergeige, sofort, mit sofort meine ich auch sofort, den hier machen. Genau, weil dann müsste diese eine Maschine da auch wieder wegfallen. Und den Schaden nehmen wir natürlich auch gerne mit. Das lohnt sich halt so ziemlich bei so vielen Gegnern hier. Ja, und wenn wir jetzt nicht als Gruppe auseinandergerissen werden, dann sollte der Rest eigentlich Formsache sein. Weil dann kann ich von hier aus sowohl heilen, als auch mit Earthwall arbeiten, als auch alles andere machen. Oh Gott, jetzt kommt Zauber auch noch ins Spiel. Ich glaube, das könnte schmerzhaft werden. Der wird wahrscheinlich nicht so den... Okay. Nicht so den allerniedrigsten Angriffszauber-Magie-Wert-Dings haben. Ich und mein Vokabular, wir kommen schon wieder richtig gut klar. So, das, was du kannst, können wir übrigens auch. Also, wollte ich nur mal gesagt haben. Verlässt Müller jetzt den Kreis, wenn er den angreift? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das hier nehme ich gerne mit. Und ja, ich weiß, das wird jetzt nur zwei von den dreien treffen, aber das ist mir egal. Dann haben wir nämlich jetzt seine Defensive auch runtergerissen. Ich weiß nicht, ob er jetzt Earthwall auch bekommen wird. Ich würde sagen, der steht jetzt leicht außerhalb des Kreises. Aber ist auch nicht so schlimm. Also ich meine, der kann ja ein bisschen was einstecken. Ist ja nicht so, dass er nach dem ersten Klatscher umfliegt. Sollte man meinen. Prost. Bin ich gerade schon wieder nicht drauf. Doch, der bekommt's noch. Der bekommt's noch. Hallo? Ist der stand da aber nicht drin? Ernsthaft? Nee, hä? Wie hab ich das denn platziert? Warum haben das denn jetzt Estelle und... Ach ja, ich bin so blöd. Ich habe das auf ihn gecastet, glaube ich. Und er ist weggelaufen und hat damit den Kreis auch mitgenommen. Aber gut, ist jetzt nicht so der Weltuntergang. Ich werde jetzt hier mal gucken, dass ich wieder jemandes Speed nach oben treibe. Ich glaube, dann nehme ich mal Estelle. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn wir die Lorenz-Typen hier einmal weggeklatscht haben. Ob dann der andere wieder zurückkommt oder ob der Kampf dann überstanden ist. Weil der Richtige, der ist ja hier eigentlich noch mit dabei, ne? Ich glaube, den Kampf werden wir schaffen, wenn der nicht danach noch so ein Überraschungsei für uns bereithält. Aber das geht schon klar. Das geht schon klar. Und wie in anderen Kämpfen auch war der Anfang irgendwie wieder das Schwierigste. Treffen kann er auch nicht. Gutes Zeichen für uns. Und die stehen wieder schön nah beieinander. Warum kloppen die gerade die ganze Zeit daneben? So, wahrscheinlich gerade mega Glück. So, wer ist jetzt an der Reihe? Estelle. Was machen wir? Machen wir den hier? Wir machen den hier. Kommt auch direkt an die Reihe. Stehen wir gerade noch so ganz gut. Und bei Müller, ja, ich glaube, Müller wird jetzt wieder ganz normal einfach raufkloppen, das, was er am besten kann. Frage ist nur, ach, guck mal, der eine ist schon, beziehungsweise zwei sind gleich weg. Ich glaube, ich gehe mal auf den, der am meisten hat. Ja, ich weiß, es könnte auch durchaus sinnvoll sein, jetzt hier einen zu fokussieren, aber so machen dann unsere Flächenzauber mehr Sinn, wenn ich die dann auf alle lege. Ich hatte mal überlegen, ob ich noch irgendwas Klügeres hätte machen können, aber ich glaube, das ist ganz okay so. Julia wird dann demnächst wieder eine Heilungsrunde schmeißen. Oh ja, 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 perfekt. Perfekt, immer ruft da. Immer ruft da. Das läuft, das ist wie in der letzten Folge, ne? Am Anfang so, das wird bestimmt nichts, wie soll man das schaffen? Und dann, je länger der Kampf andauert, desto besser findet man da rein. Finde ich gut. Oh, da haben wir nur noch den einen über. Ich hoffe, der dupliziert sich jetzt nicht nochmal. Es wäre halb so wild, wenn sich die Menge der Gesundheit dann danach ausrichtet, was er momentan noch so hat, aber... Okay, warte mal. Earthwall ist bei allen noch aktiv. Ich könnte jetzt eigentlich... Achso, warte mal. Habe ich das nicht vorhin schon auf Estelle gecastet? Wurde das unterbrochen oder was? Keine Ahnung, hab da schon wieder nicht drauf geachtet. Ach so, naja, gut.
Da haut Estelle einmal mit ihrem Stückchen gegen und dann war es das mit deiner Guard. Aber netter Versuch. Obwohl, nee, das sollte sie aber nicht mit ihrem S-Break machen. Ja, ich werde jetzt einmal raufhauen. Genau, dann ist das nämlich weg. Dann bekommt Estelle jetzt den Geschwindigkeitsboost. Und bevor Müller jetzt hier zum Ausholen kommt, wird Estelle ihm jetzt erstmal auch den Angriffsboost klauen. Das kommt gerade nämlich sehr gelegen. Genau, dann hat sie jetzt nämlich den Critical-Effekt. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel Gesundheit der hat, aber so wahnsinnig viel dürfte das nicht gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er tot ist, oder? Wobei da jetzt was gut was bei rumkommen müsste. I don't know. Ja, okay. Ein paar Schläge überlebt er noch, aber ich glaube, großartig rumexperimentieren brauche ich jetzt ja auch nicht mehr. Das hier auf der einen Seite. Jetzt setzt er wieder an. Du bist ja langweilig. Was bist du denn für eine Wurst? Und du behauptest, das sei all die Power, die du aufbringen kannst. Da kann ich ja nur laut lachen, Kumpel. Ehrlich. So, dann hauen wir den jetzt nochmal. Vielleicht macht er dann wieder Earthguard. Oh. Ich glaube, das ist dann der Moment, wo ich... Obwohl, nee, wir haben Earthguard. Wir haben Earthguard. Leute, wir sind safe. Es hieß ja, dass uns das vor allem schützt. Jawohl. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie das ausgegangen wäre, wenn ich das jetzt nicht aktiv gehabt hätte. Oh mein Gott. Okay. So. Das könnte... War's das? Er ist down. Boah. Also, ganz ehrlich, ich meine, wer das Spiel von euch schon gespielt hatte, wird mir das bestimmt beantworten können, aber das hier hätte wahrscheinlich mega den Damage ausgeteilt und das sah auch so aus, als wäre es imstande gewesen, uns einzufrieren, richtig? Boah, ich bin froh, dass ich das nie am eigenen Leib zu spüren bekommen musste. Aber wer weiß, vielleicht werden wir den noch 10 weitere Male bekämpfen müssen, wir gucken mal. Auf jeden Fall ging das nochmal... Oh, noch eine Gladiator Belt, sehr schön. Wenn das Spiel noch weitergeht, werde ich das gut... für mich zu verwenden wissen. We did it! Aber es muss weitergehen, weil wir in der Access Pillar Region noch eine verschlossene Tür hatten, die zum nächsten Tunnel führt, ne? You're not all talk after all. The victory is ours, view. You've done well, but not well enough to match my power. Oh Gott. Bitte keine zweite Phase. How in the... Ultimately, your bracers exist simply to protect people. Only those who have attained enlightenment can hope to match one such as myself. The trial is over, now comes the execution. Gah! In that case, Löwe, I'd like to challenge you, one-on-one. Nein, Joshua, kannst du mich nicht fragen, ob ich damit einverstanden bin? Oh? Joshua, are you kidding me? It's alright, Estelle. Löwe may be strong, but that last fight still had an effect on him. Trust me, I can do this. Nein, du hast keine 200 CP. Okay, I trust you. Ich dir nicht. Du weißt gar nicht, wer am Pet sitzt, Estelle. It's true that I've lost a bit of my edge. I'm a little slower in particular. You could even walk away from this fight as the victor, but I wouldn't bet on those odds if I were you. Maybe not, but still. This soul of mine, which was saved by a sister, bound by a professor, freed by a father, and is now one with Estelle's. All I've learned as a bracer and the power given to me by Ouroboros. No. With all of it together, I challenge you, Blade Lord. Very well. Come on then, Black Fang. Nein. Ach so, ich muss gar nicht im Kampfmenü, okay. Das macht das Ganze allerdings gerade nicht weniger dramatisch, ganz im Gegenteil. Das wäre krass. Stellt euch mal vor, Joshua würde jetzt einfach sterben. So einfach so. Das wäre echt übel. Also ich meine, Plot-Twists oder solche Tode, mit denen man gar nicht gerechnet hat, die fressen sich immer total ins Hirn, ne? Aber das würde mich trotzdem sehr traurig machen. Well, you have improved. Let's see if you can keep it up. I can. Joshua. Joshua. Kann sich Estelle nicht daneben stellen und mit Pompoms irgendwie ihn anfeuern oder so? Das würde das Ganze nicht ins Lächerliche ziehen oder so. Mein Kopfkino ist gerade schon wieder auf Hochtouren am Arbeiten.
Aber ich bin ganz froh gerade. Ich lege mal das Pad zur Seite. Wir haben ja hier keine Quicktime-Events, Gott sei Dank. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht. What are you doing, Joshua? You're faster than this. Why not use your speed to try and best me? Will er ihn gar nicht töten? I have something I want to ask you, Löwe. Why? Why do you continue to side with wise men, even after all this? You said before that it wasn't about revenge for Karen, that you wanted to bring the world to trial. What does that even mean? It's nothing you need concern with yourself with. I simply wish to see if humanity could answer for its failings. Answer its failings? I still don't follow. Humanity is the plaything of forces greater than individual men. The passage of time, the changing ideals of nations, gradual shifts in values and ethics. They are helpless before these, and when such storms blow over men, they are knocked into the cracks and are lost, unable to free themselves. Hamel is but one example. Ironically, this great city is exactly the same. It began as a paradise, people living full, fulfilled, satisfied lives in the clouds. However, at the same time as the great collapse, or as part of it, people abandoned this paradise and fell to the earth. This city was sealed away and people forgot it even existed. Almost as if they sought to forget an inconvenient truth. As if they sought to deceive themselves. The truth is ever easily suppressed, and people will happily accept anything they wish to be true in its place. That is mankind's weakness, that is their sin. But the Oriole's overwhelming power will force people to face the unabated truth. How helpless they are without the backing of nations. How vulnerable they become once you strip them of all their luxuries. All they've locked away in their delusions will be dragged before their eyes, raw and exposed, and they will witness. Locked away in their delusions, huh? So forcing people to confront that is your goal? It is. As long as we continue to delude ourselves, to believe our world is always just and good, mankind will repeat its mistakes forever. More tragedies like Hamel will happen, a second time, a third, who knows how many. So many more like Karen will bleed their lives out on the arms of those they care for. You want to know why I obey Ouroboros? That's why. And I have no regrets for what I've become in pursuit of my goal. I see. I think you're the delusional one, Löwe. What? I'm a weak person myself, so what you've said hits home. Hits home, yeah. There's some truth in it. But we all have the potential to overcome hard times or face our weaknesses. People aren't helpless, not completely. Remember when Karen saved me 10 years ago? She was strong then, and that made all the difference. There's no way you never realized that. Not with how important Karen was to you, with how important you were to her. You're deluding yourself, Löwe, and you know it. No. So ein bisschen wie bei Ren, ne? Gerade das Gespräch, so wie es Selma versucht, auf sie einzureden. Karen was special. She was the only one who could have ever made a difference. None of her actions speak for humanity. They must still be tested. They must face their delusions, and I must see if they are worthy of Karen's sacrifice. In that case, I should be all the proof you need. I, the weakling and liar who lived on through my sister's sacrifice. I, who found my way once I met Estelle. I, who only could have come here to meet you again with her help. People are never powerless so long as they are together. Da hat er wohl einen Weak Spot getroffen. Nicht nur was die physische Stärke angeht, sondern auch die andere Seite. He won. Well, that's one way to win an argument. Most impressive, Joshua. Thank you. You put all you had into a single opening you forced out of me. Haha, you little fool. Huh. Not good enough? Huh. The Blade Lord's dropped his sword. It doesn't get much more finer than that. All I can do is admit defeat. Defeat? You did it! Kann man so sagen. That was absolutely amazing, Joshua. Ich habe trotzdem Angst, dass der sich gleich nochmal aufbäumt oder so. You actually beat Löwe. You even just knocked away his sword. You didn't hurt him.
Das macht die Sache, finde ich, gerade sehr gefährlich irgendwie. I wouldn't have had the slightest hope of victory if I was fighting to kill. There's always a better way. That's what it means to be a Bracer, right? That's what Dad taught us. Yeah. Ah, of course. You had the techniques Wiseman placed in you, all filtered through the wisdom of the Divine Blade. Ha, what hope did I even have? Kannst dich uns ja gerne anschließen und mit uns kämpfen. Also dir garantiere ich einen festen Platz in der Truppe, ehrlich. Löwe? I joined Ouroboros because I wanted to test humanity. With you having answered that, I suppose I've run out of reasons to continue working with them. Oh! Sehr schön, vielleicht kann er sogar Ren dazu bringen, auch ihre Meinung zu ändern. I think it's time I found a new line of employment. You're back, thank Ideos, you're back. Löwe's back, it's over, it's over. Hey, I always thought about you, even after the Brights took me in. I remembered your voice, your face, that you were important to me, but not who you were. Then I finally remembered only to learn that you're my enemy. I just didn't know what to think. Ha, see? Oh, ist das schön. Ah, ja, da komme ich ja schon wieder gerade gar nicht drauf klar. Ich glaube, keiner hier von uns wusste, wie wichtig Löwe eigentlich für Joshua ist. Krass. They must have been close as kin... Was? Close as kin growing up. It is good to see them reunited. Yeah, it is. Thanks for helping, Julia. I didn't know he had this side to him. When we fought before, his eyes looked like windows into Gehenna, but now... Wait. When did you and Joshua fight? Back in Bose. Oh, sorry, everyone. I guess I kinda lost it there. I know nothing's settled yet, but still. You big dummy. You don't need to apologize, okay? You finally made up, right? Go on, spend some time with Löwe. Yeah. Step right, I owe you a debt. I don't think I can ever repay. With both Ren and Joshua here. You've done all sorts of things I never could, yet made it look so trivial. And you've guided so many other people to this point. You truly are one of a kind, Estelle. You know, if you're making fun of me, we can totally throw down again, just saying. And you would be the young lion of the Vendors. You certainly live up to your family's name as the finest fighters in Erebonia. I fear I've yet to make any real accomplishments as a warrior. I would be plenty happy to simply reach a level of swordsmanship as good as yours. If we have time in the future, perhaps we should match blades in a more friendly sense. Julia Schwartz, you are quite skillful, both with a sword and a ship. Guck mal, der kommentiert jeden Einzelnen. Das heißt, wenn wir jetzt andere Leute mit dabei gehabt hätten, wäre der Dialog hier auch sicherlich interessant gewesen. Schade, dass man das im Nachgang nicht für alle abrufen kann. You realize yours is the first ship to ever escape the full force of the glorious guns unscathed? I'm not as skilled as all that. You brought down the Arsay shortly after, remember? It was a cheap shot, not a difference in ability, Captain. If anything, your ability to land safely in such an event should be commended. I'll take that as a compliment. So war's, glaube ich, auch gemeint. Oh yeah, Löwe, why are you up here? The circle on the ground isn't the aureole, is it? No, that's just some broadcast equipment. It sends the miraculous power from the core sector out across the city. The what now? The core sector is where the aureole is, I'm guessing. Yes. The proper function of the access pillar is essentially as an antenna broadcasting the aureole's power to the rest of the city. Its range seems to be roughly 1,000 selj. Using the gospels, the aureole could affect things not just in what we call Liber now, but across a good deal of the continent. The more I hear, the crazier it gets. So in order to stop the shutdown phenomenon, we have to get down to the core sector and do something about the aureole? It would be the only way, but doing something with the aureole may prove difficult. It's an artifact of some sort, but it's sentient. I don't know how it's pronounced. Sentient in some way. It mercilessly removes foreign or threatening elements. That Celeste Auslese managed to seal it away in the first place is impressive. That Celeste Auslese managed to seal it away in the first place is impressive in and
of itself, and on top of the aureole, you'll have to deal with wise men. Oh, crud. It's a fight we can't put off any longer, but with your help, Löwe, not even wise men could stop us, you brat. Just assuming I'll help you out of the blue like that, now why would I possibly want to help you out? Heh. My, this is a touching reunion. Oh god. Das kommt bestimmt wise men oder so. May I just say, however, that I do ever so slightly fear the implications for my own well-being. Das war irgendwie so klar. Oh Gott. Oh no! Löwe! Okay, shit. Ganz, ganz übel. Good evening, everyone. I would say you've done a splendid job overcoming my little trials and reaching the pinnacle. But all these little rule violations, that's so unsporting. Rule violations? What are you talking about? We fought every one of your dumb enforcers fair and square, and Joshua beat Löwe one-on-one. Heck, we've been fairer about this than we should have been. I see that you've yet to grasp the full extent of the plan. All servants of Ouroboros receive power from the Grandmaster in some way or form. If you have a few members of Ouroboros assisting you, that hardly seems a fair or informative experiment, now does it? We're an experiment? I've been a fool. Us coming here was part of your plan all along, wasn't it? Haha, I'll admit to adding many of my own personal touches to the plan, but yes, about half of it did consist of you making your way here. I see. The Gosper plan isn't just about obtaining the aureole, is it? Correct. All is according to the Grandmaster's design, but as I said, you were never meant to have Ouroboros members as part of the experiment, which means Joshua here is ruining the precision of my results. Oder precision? Man sagt ja precisely. Forgive me, my boy, but I think it's time you became my puppet once more. What do you... Oh nein. Yeah. Oh nein, oh nein, oh nein. Joshua? No. Ach, du grüne Neune. Okay, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ja, seine Augen haben sich auch verändert. Er ist nicht mehr er selbst. No, no, no. He's being controlled. Joshua, this is a joke, right? Come on, come on back. Mm-mm. Come on, stop it. Stop looking at me like that. Please, that's enough. There's a little point. When all this began, I used my power to rebuild Joshua's shattered mind. The stigma I sank into the depths of his mind has slept dormant since. When it is invoked, however, the effect is tremendous. Joshua really is little more than a puppet to me now. No, no. Incidentally, that little thing on Joshua's shoulder, that isn't just a tattoo. It is the image of the stigma I burned into his mind, made manifest on his flesh. I imagine it came as quite the fright when it reappeared after I returned his memory. You lied. On top of all the suffering you put Joshua through, you said you'd freed him, but even that was a lie. No, I wasn't lying when I told him he was free. If Joshua had just left alone and not come this far with you, I wouldn't have to do this. Why, one could say this is really all your fault, Miss Bright. What a monster you are. Don't screw with me, wise man. You don't get to tell me anything about what paths I've chosen. You taking control of Joshua, all it's done is made me even more angry. All it's done is made me... Komischer Satzbau. I am going to beat you clear to Erebonia and back and save Joshua. Sorry, dass ich die ganze Zeit kurz innehalten muss, aber irgendwie tue ich mich gerade mit einigen Sätzen ein bisschen schwer. Now that's what I was hoping to see. Ah, but I'm afraid I'm rather busy at the moment. I don't quite have time to stay here right now. Why don't you come down to the core sector? Do come visit so we can finish the experiment. I'll be waiting. Ah. Oh nein. Joshua kommt jetzt mit? Ja, natürlich. Joshua. Furchtbar, what a disaster. Even worse, how do we get to the core sector? Use the elevator in the back.
Er stirbt jetzt bestimmt. Löwe, thank goodness you're okay. But what elevator? I don't see. Ach so, hier ist einer. Ja, und was ist denn da mit dieser anderen Tür, die wir da noch hatten? Wait, you mean that big plate in the back? It goes right down to the core sector, straight to the aureole. Hurry, no time. All right. Können wir ihn jetzt nicht irgendwie erstmal retten? Nein. Nein, 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 nein. That's the thing that shot down the assay. Wir sind gerade nur zu dritt. Ich kann jetzt nicht kämpfen. Reverie Dragian. Damn you, wise man. So you did have more than just the one I used. Vielleicht wird sich Löwe jetzt opfern, um uns vor denen zu retten oder so. Ich weiß es nicht, aber ein Kampf ohne Joshua? So they want to fight, do they? We've got to get past them somehow. Still, let us handle this. Jetzt kommt bestimmt Ren. Jetzt kommt Ren und wird uns retten. Oder? Wobei das nach Tita-Geschoss aussah, wenn ich ehrlich bin. Ah! Oh, unsere Leute sind da! Your Highness, what are you doing here? Haha, the assay is just about repaired. And so everyone who could still lift a weapon came to help out. Admittedly, I'm just checking along, looking at everything in awe, hey! Hey, don't forget about us! The Bobcat's about ready to fly too. We figured we'd pop on over and see how you were getting on. That's great! And I'd say we managed to time our heroism just right once again. Please, no applause! We'll talk later, leave this to us. Still, you hurry after Joshua. Guys, thanks. Das nenne ich mal Timing. Estelle, go. Your light is the only thing that can save Joshua now. Right. Wenn das jetzt der letzte Kampf wird, dann muss ich mir noch eine vierte Person mit ins Team holen, ne? Ready, everyone? Let's split into two groups and take them down. Yeah. Sehr schön. Hauptsache dem Opa passiert nichts. Meine Stimme lässt mich direkt wieder im Stich. Ganz toll. Ich will nicht zu dritt weitermachen. Ich will mir noch eine vierte Person reinholen. Bitte, Spiel, mach das irgendwie möglich. Oder kommt jetzt direkt schon der nächste Kampf? Ich würde ganz gerne abspeichern, was wir bisher geschafft haben. Didn't think this would be an elevator shaft. Seems to go down very, very far. Considering the height of the access pillar, it must be incredibly deep. It must, at a minimum, cover the entirety of the pillar's height. Yeah. Estelle, do not worry. He spent time in General Bright's care. It seems clear to me that he learned from the General not to forsake a promise. He will return to us. Believe in him. Thanks, Julia. Yeah, he'll never break a promise if he can help it. Besides, like, heck, I'm just gonna abandon him and let that creep wise man do what he wants with my Joshua. It's time to take back my man with girl power. Klingt gar nicht nach Spice Girls oder so, aber mach mal. Hey, that's the spirit. Aber nicht zu dritt, huh? What's that? Damn. Nein! Nein! Ich will den Part nicht wieder so hässlich splitten. Wenn ihr nicht sogar schon im zweiten Part seid, ich weiß es nicht. There's more of those dragon things? We really do need to be ready for anything. Very well, it is time to get serious. Nein. Aber wir sind wieder voll geheilt, immerhin. Was bist du denn jetzt? TM Dragion. An orbital droid made by the society based on ancient tech. Boasts astounding firepower. Okay, ja, der verträgt ein bisschen was, aber nicht so viel wie zuletzt zum Beispiel der Pater Mater. Hat wahrscheinlich auch alles einen guten Grund. So, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich das ähnlich aufziehe wie zuletzt. Schade, dass ihr nicht vor dem Gegner damit noch rankommt. Oh, ey, bitte hau uns nicht auseinander. Das ist gerade der einzige Wunsch, den ich habe. Der einzige. Erfüllst du mir den bitte? Lieber, nicht lieber Gegner. Wir werden sehen. So, Müller, was machen wir mit dir? Müller hier, Müller da, Müller, Müller, tralala. Ich glaube, wir werden jetzt mit allen mal... erstmal wieder das hier versuchen, obwohl ne, komm ey, ich hau da jetzt einfach rauf. Gucken wir mal, was er für Schaden austeilt. Joa. Das werden wir jetzt 18, 19 Mal machen und dann ist er auch schon weg. Kann ja nicht so schwer sein, ne?
Das Geile ist, wenn man jetzt hier verreckt, darf man auch den Löwekampf nochmal machen, ne? Hat man ja voll Bock drauf, so. Könnte ich ja gar nicht abwarten. So, ich mache jetzt erstmal den, auch wenn der jetzt auf den ersten Blick nicht so viel Damage auszuteilen scheint, aber trotzdem. Dann werde ich Imchen hier wieder beschleunigen. Ich glaube, die CP werden wir hier auch so gar nicht so dringend benötigen. Die werde ich außer bei Estelle vielleicht auch, denke ich mal, gar nicht einsetzen. Ich hoffe nur, dass wir von Joshua das Equipment, was er angelegt hatte, dass wir das jetzt auch haben. Ich befürchte aber fast, dass er das mitgenommen hat. Prost. So, Stärkeboost, schön und gut, aber den Boost gebe ich uns lieber in der Form. Okay, der hat sich nicht vom Fleck bewegt. Das ist auch so ein interessanter Nebeneffekt von Earthwall. Ich liebe diesen Zauber, weil der führt auch dazu, dass die Leute sich nicht vom Fleck entfernen, wenn sie denn mal getroffen werden. Das ist doch mal in höchstem Maße praktisch, oder nicht? So, dann machen wir jetzt alle nach und nach ein bisschen schneller. Und dann sollte der Kampf uns hoffentlich vor nicht allzu große Herausforderungen stellen. Oder, Herr Müller, was sagen Sie? Joa, der macht nochmal knapp 500 Schaden mehr. Finde ich gut. Ich werde ihn jetzt einfach aus Bequemlichkeit jetzt nochmal hierüber schützen. Das kommt auch direkt zum Einsatz. Einfach, damit unsere Gruppe nicht auseinandergerissen wird. Und dann sollte der auch kein Thema werden. Das ist so ein bisschen wie der Ren-Kampf in Light-Ausführung, wenn man so will. Frage ist jetzt trotzdem, was mache ich mit ihr? Ich könnte sie jetzt auch beschleunigen. Ja, komm, machen wir uns alle ein bisschen schneller. Dann haben wir das nämlich schon mal weg. Das geht bestimmt auf alle. Der Angriff kommt mir bekannt vor. Also in irgendeinem Kampf haben wir den schon mal gesehen. Aber das dürfte uns nichts tun. Da hat gerade voll die Einblendung gefehlt, dass unser Guard weggegangen ist, oder? Oder habe ich das gerade einfach nur nicht gesehen? Keine Ahnung. So. Ja, das heißt, machen wir jetzt den hier und dann geht jetzt das große Rumkloppen los. Ja, ich weiß, mein S-Break würde das jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen beschleunigen, aber ich fülle das lieber auf. Nicht, dass dann im Anschluss ein noch schwierigerer Kampf kommt und der hier, das ist einfach nur so ein Kampf auf Zeit. Wir können ja mal gucken, was sie mit ihren Zaubern so imstande ist auszuteilen. Das hat ja im Ren-Kampf jetzt nicht so den Schadensoutput gebracht, aber kann ja sein, dass das hier wieder anders aussieht. Ein bisschen Heilung könnten meine Leute jetzt auch gebrauchen, aber ich warte, glaube ich, bis sie noch mehr Schaden fressen. Ja, knapp 1000. Geht so, sage ich mal. Orbit Down wird bei dem bestimmt auch nicht funktionieren. Hat ja bei den letzten Maschinen auch nicht geklappt. Aber sagt niemals nie. Hyper Laser. Ich hätte jetzt Angst, wenn ich nicht wüsste, dass wir gut geschützt sind. Bester Zauber. Ehrlich. Ohne Scheiß jetzt, ohne diesen Zauber, wären diese Kämpfe so viel schwerer. So, deswegen werden wir den auch immer wieder refreshen. Ich muss halt nur hoffen, dass der nicht irgendwann mal so eine Lücke erwischt, ne? Wo der uns dazwischen grätscht und uns dann doch mal Schaden austeilt. Das wäre ziemlich ungeil. Aber Müllers Schaden hält uns jetzt hier auch ganz gut die Fahne hoch. Nicht die weiße, ergeben werden wir uns nicht. Aber ich hoffe, dass ich danach speichern kann. Bitte lass mich danach speichern! Obwohl, vielleicht ist das Spiel so fair und wenn du hier verreckst, dann kannst du über Retry dann genau diesen Kampf nochmal machen. Dann wäre das nicht ganz so dramatisch. So, jetzt heißt es wieder Daumen drücken. Ja, okay, sie kommt aber super schnell an die Reihe, das ist gut. Aber über diesen Weg füllt sie halt ihre CP auch nicht auf, ne? Ja, ich könnte auch einen Flächenangriff nochmal bringen, aber die Angst ist zu groß, dass dass danach noch irgendwas folgt. Ich meine, das ist ja in vielen Spielen so, ne? Dass, wenn du dann so eine längere Fahrstuhlfahrt hast, dass dann nach und nach Minibusse oder Gegnermobs oder sonst was kommen. Mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber wir werden es überleben. So, was machen wir jetzt mit dir? Bin ich ja gerade ganz überrascht. Ich weiß, ich mache Lost Möbius mehr Schaden. Probieren wir das einfach mal aus. Ich glaube, das könnte jetzt nämlich der Moment sein, wo es kritisch wird. Denn Estelle wird jetzt höchstwahrscheinlich
Ah, nee, sie wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr dazu kommen, Earthwall für alle zu casten. Das heißt, er wird jetzt gleich Schaden austeilen. Aber Schaden wäre nicht so schlimm, als wenn er die Gruppe auseinandertreiben würde. Ich glaube, Los Möbius kann ich mir dann zukünftig knicken. Der Schaden liegt ganz weit hinter meinen Erwartungen. Wir könnten den jetzt aber auch einfach tothauen. Wenn wir das denn schaffen. Aber müsste er eigentlich kommen. Wenn Müller jetzt trifft, müsste das hinhauen. Wobei die Mädels das vielleicht sogar im Alleingang schaffen. Ist er weg? Nee. Müller, wehe, du haust daneben. Jawohl. Tschüssikowski. Kriege ich als Belohnung jetzt die Möglichkeit, mich frei zu bewegen? Was? Keine Seppels? Was bist du denn für ein komischer Gegner hier? Das ist der erste Gegner im Trails in the Sky-Universum, der uns keine Seppels dalässt. Oder? Gab bestimmt schon mal irgendeinen Boss, bei dem das auch so war. Aber ungewohntes Bild auf jeden Fall. Core Sector Timelius. Oder so. Da können wir uns auf jeden Fall wieder befüllen. Gott sei Dank. I guess this is the end of the line. So, this is the core sector, huh? You can feel the air humming with power ahead. There's no mistake. So, the Aureole and Joshua must be ahead. They have to be, I think. Guys, this will probably be our last fight. Oh Gott. Oh Gott, meine Hände werden nass. This is where we're gonna stop Ouroboros and the Shutdown Phenomenon. And it's gonna be where we free Joshua from Wiseman once and for all. Hoffentlich, hoffentlich. Guys, please give me everything you still have. Always, Miss Bright. I shall give you my all. Aber ich kann unmöglich lassen, die uns jetzt hier zu dritt den letzten Kampf bestreiten. Unmöglich. Ja, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich werde jetzt hier einmal resten. Unsere Freunde werden doch bestimmt im nächsten Raum oder so nachrücken und sich uns anbieten. Hoffe ich einfach mal. Oh Gott, was bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute aufnehmen soll oder ob ich mich erstmal akklimatisieren soll und eine Nacht drüber schlafen soll. Aber egal, Leute, das ist nicht euer Thema. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir beim nächsten Mal dann den vielleicht letzten Kampf im Spiel sehen. Ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!